inside. Look inside your tiny mind, then look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. Rosie Rosies, hallo YouTuberin, hallo YouTuber. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Es ist ganz schön kalt bei uns gerade. Also, wir sitzen hier nämlich in Choco und das ist kalt. Deswegen beeilen wir uns. Wie ihr seht, es hat nämlich mittlerweile auch bei uns geschneit. Überall liegt Schnee und wir haben bereits schon den ersten Advent zelebriert und uns Gestecke gebaut, weil die kann man hier nicht kaufen. So viel dazu. Auch wenn wir sie kaufen könnten, würden wir sie selber machen. Mal nur zur Feststellung. Ja, das ist ein Fan von selber machen, egal worum es geht. Besser als kaufen. Na egal, das ist auch mal gar nicht das Wochenthema, komischerweise. Warum eigentlich nicht? Nein, okay. Egal. Ja, genau. Wie machen die Lesben, wie packen die Lesben selber an? So, also auf jeden Fall ist das Wochenthema eine Botschaft an die Heterosexuellen. Okay, unsere also, Botschaft. Hallo ihr lieben Heterosexuellen. Unsere Botschaft an euch, verkündet Mine. Unsere Botschaft an euch. Wusstet ihr, dass wir Homosexuellen, egal wie lange wir zusammen sind, nicht so heiraten dürfen wie ihr? Das ist gemein, oder? Egal wie viel Erfahrung wir mit Kindern haben, dürfen wir nicht adoptieren. Lasst uns einen Appell starten. Nein, wir dürfen auch nicht künstlich befruchten. Aber Jen, in diesem Video, was wir hier runter sagen, also Jen konnte ja gestern leider nicht, das hat sie auf unserem Kanal gepostet, vielleicht habt ihr das gesehen. Und zwar gibt es ein Video über die komplette Bandbreite und wunderschön erzählt und diskutiert von Jen. Über die Homosexualität. Also guckt es euch an. Wir stellen es hier runter. Okay. Und sonst unsere Botschaft des Weiteren eigentlich lautet, wie Gisela und Cassandra schon festgestellt haben, es ist echt toll eigentlich, dass wir nicht verbrannt werden. Verbrannt, ja. Verbrannt werden, weil wir... Das ist echt toll. Oder ertrunken oder so, das ist echt toll. Nein, Mann, jetzt mal ehrlich. Ich meine es ehrlich. Ich finde das auch schön. Ich finde es toll, dass wir unsere Homosexualität leben dürfen. Und sogar, es hätte ja auch sein können, dass wir gefoltert werden. Nein, aber es hätte ja auch sein können, dass wir noch nicht mal Videos bei YouTube reinstellen dürfen. Und jetzt haben wir schon einen Kanal und fast 1000 Abonnenten. Mann, wir dürfen bei YouTube sein. Und ihr habt es geschafft, uns so zu unterstützen, dass wir schon fast bei den Tausenden sind. Also, erstmal danke dafür. Danke dafür. Es fehlen nur noch 14, ne? Und, ja, also was ich noch sagen wollte, wir haben zum Beispiel auch eine Freundin. Genau, die findet das... Also die findet das für sich ekelig. Die kann sich nicht vorstellen, mit dem Gleichgeschlecht was anzufangen, Sex zu haben. Geht für sie gar nicht. Aber das finde ich gar nicht so schlimm, weil ich finde, wir als Homosexuellen sollten das akzeptieren, wenn die Heterosexuellen das finden. So wie wir es von ihnen verlangen, dass sie uns so akzeptieren, wie wir sind. Also gar nicht so schlimm. Finde aber, ich. Und sie hat ja auch viele homosexuelle Freunde. Mal dazu. Nochmal an die heterosexuellen Menschen. Und zwar, stellt euch mal vor, ihr habt Sex mit einer Person, die genauso von den körperlichen Gegebenheiten genauso geschaffen ist wie ihr selber. Ach, scheiße, unser Alarm schon wieder. Alarm, okay, rede weiter. Guck mal, wie viel... Erzähl weiter. Ja, ja, ist noch. Also hier nochmal die Weiterführung, da wir wieder den Alarm anhatten und es diesmal nicht geschafft haben, ohne dass der Computer ausging. Deshalb mussten wir zur nächsten Steckdose fliehen. Und wir sind jetzt in der Küche. Genau. Also wir wollten nochmal... Hier müssen wir ein bisschen leiser reden, weil unser Baby schläft. Unser Baby schläft. Also, was wir noch sagen wollten, wo waren wir denn? Wie schlimm? Keine Ahnung mehr. Kocht ihr eigentlich auch immer selber? Natürlich. Klar, oder? Selbst ist die Frau.
Selbst ist die Frau. Ja, gut, sonst haben wir eigentlich so viel zu dem Donnerstag gar nicht mehr zu sagen. Freut euch auf das Weihnachtsspezial. Es gibt nämlich ein ultimatives... Oh, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. So ein Video werden wir machen. Genau. Hör auf mit dem Messer hier. Ist ja nicht jugendfrei, nicht, dass es zensiert wird. Also. Das war's vom Donnerstag. Genau. Macht euch ein schönes Wochenende. Oh, und den zweiten Advent. Genau, und backt Plätzchen. Warte, ich hol mal kurz unsere. Die haben wir natürlich auch selbst gemacht. Und wir haben auch einen Stollen selbst gemacht. Also, als erstes unser Stollen. Warte, den sieht man nicht. Warte, ein bisschen weiter weg. So, das ist unser Stollen. Sieht man den? Jam, jam, jam. Und unser Plätzchen. Unser Vanillekipferl. Warte. Schneit richtig doll. Vor allem hier ist das immer so schön, weil wenn es schneit, dann ist auch die Sonne schön draußen. Okay, Jana fängt schon an zu kochen. Wir werden nämlich jetzt lecker eine Pilzpastapfanne mit Sahne und Brokkoli essen. Und Brokkoli auch? Ja? Oh. Nicht? Keine Ahnung. Okay, vielleicht wird es. Das habe ich noch nicht geplant. Vielleicht wird es doch nur eine Pilzpfanne. Also wir wünschen euch was. Wir haben echt nur noch 14, wir brauchen nur noch 14 Abonnenten. Oder Abonnenten. Ja! Okay, also lasst es euch gut gehen. Genau, genießt die weihnachtliche Zeit in Deutschland. Wir können es nicht ganz genießen, weil es hier keine gibt. Oh, hör auf, ey. Naja. Es gibt nur diese Läden, die so total amerikanisch überfüllt mit ganz vielen Lichtern, blinkenden Rentieren und so sind. Oh, uns fehlt dieses Schöne. Und die Straßen ohne alles. Ja. Oh. Naja, okay. Naja, nächstes Jahr wieder in Deutschland. Okay, was ist eigentlich euer Lieblingsweihnachtsgebäck oder so? Genau, wir brauchen Anregungen. Dann können wir viel backen. Oh ja, eigentlich wollte ich ja jeden Tag backen. Oh, das darf ich nicht. Das darfst du nicht? Yeah, nee, du kannst gerne backen. Dann wird's backen. Ja, mach. Also, nur ohne mich dann machst du. Na, ich weiß, von dir so Unterstützung zu kriegen, ist ja eh ein bisschen schwierig. Ja, genau. Okay, also wir sollten jetzt aufhören, sonst erfährt die ganze Welt von unserem Leben. Okay, bis dann. Okay, bis dann. Tschüss. Ciao.